Leute, mal ehrlich, wie fühlt ihr euch gerade? Wir leben seit fast 2 Jahren in einer verdammten Pandemie. Einsamkeit, Angst vor Ansteckung, Sorgen um Oma, Opa, Papa, Mama, das haut ganz schön rein. Und gleichzeitig gibt es fast nur ein Thema. Wir müssen konsequent Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen beschleunigen. Es geht um die Impfung und es geht um körperliche Folgen einer Infektion. Und das ist auch super wichtig. Aber dann lese ich halt auch sowas hier. Psychotherapeut über Pandemie. Angststörungen häufen sich. Corona-Pandemie. Deutlich mehr Jugendliche depressiv. Boah, das klingt für mich ziemlich krass. Und das ist es auch. In diesem Video erzähle ich euch, warum wir im Bereich der psychischen Gesundheit gerade still und leise in eine echte Notsituation kommen. Aber hat die neue Regierung das überhaupt auf dem Schirm? Was wollen die Ampel- und Gesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt tun? Ich sag's euch in diesem Video. Vorneweg eine Triggerwarnung. Leute, wir sprechen ja auch über Depressionen, über Suizid oder Angststörungen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das gerade zu krass ist, schaut das Video lieber nicht. In der Infobox findet ihr Links zu Hilfsangeboten. Aber lasst uns erstmal checken, wie steht es eigentlich generell um unsere psychische Gesundheit? Ist da alles gut? Bei meiner Recherche bin ich auf Zahlen gestoßen, die zeigen, nee, da ist eigentlich gar nichts gut. Generell sind psychische Krankheiten weit verbreitet. Fast 18 Millionen Menschen sind davon durchschnittlich pro Jahr in Deutschland betroffen. Seit Corona ist es noch schlimmer. Depressionen, Angstzustände, Einsamkeitsgefühle, aber auch Essstörungen, Schlafprobleme oder Albträume haben zugenommen. Und die Nachfrage nach Therapieplätzen ist enorm gestiegen. Eine Gruppe leidet ganz besonders an potenziellen psychischen Langzeitfolgen. Also es sind auf jeden Fall Kinder und Jugendliche, die stärker betroffen sind im Vergleich eben zu älteren Menschen, die auch einfach in kritischen Lebensphasen Dinge nicht tun können, die auch nicht aufgeholt werden können. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir um diese Gruppen ganz besonders kümmern. Ja, logisch. Lockdown, Einsamkeit, sich im Klassenzimmer oder Hörsaal den Arsch abfrieren, wenn man überhaupt hingehen kann. Zukunftsängste und. Das hat viele krass mitgenommen. Katharina Zwinker ist die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz und sie hat klargemacht, was für sie persönlich an der Schule während Corona der absolute Tiefpunkt war. Leider Gottes, muss man sagen, war es einfach die psychische Gesundheit und ich glaube, das war auch das, was bei den meisten Schülerinnen und Schülern in den letzten Jahren am meisten gelitten hat, einfach mit dem Hintergrund, dass unsere sozialen Kontakte beschränkt worden sind, was natürlich in unserer Entwicklung, in der jugendlichen Entwicklung extrem wichtig ist. Aber mal ehrlich, wenn man sich näher mit unserer psychischen Gesundheit beschäftigt, wenn man sich die Zahlen anschaut und Menschen zuhört, wie sie in der Pandemie gelitten haben, dann merkt man, das ist kein Nischenthema oder sowas. Das betrifft viele Millionen Menschen. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, dass in Politik und Gesellschaft immer so ein bisschen mitschwingt, darüber spricht man nicht. Aber ist das so? Ist psychische Gesundheit noch immer so ein Tabuthema, auch in der Politik? Ich habe schon das Gefühl, dass in der Politik verhältnismäßig wenig über unsere psychische Gesundheit gesprochen wird. Aber noch weniger sprechen PolitikerInnen über ihre eigenen Erfahrungen. Dabei kommen Warnungen aus der Psychologie. Der Politikerberuf geht mit einer erhöhten Gefahr für psychische Erkrankungen einher. Eine der wenigen, die sich in den letzten Jahren dazu offen geäußert haben, ist Sarah Wagenknecht von der Linken. Sie hatte 2019 einen Burnout und hat Interviews dazu gegeben. Oder Nico Semsrott, der im EU-Parlament sitzt und öffentlich über seine Depressionen spricht. Aber das sind echt Ausnahmen und wir wollten deshalb mehr wissen. Unsere KollegInnen vom SWR haben für ihre Doku Die Gewählten mit verschiedenen Bundestagsabgeordneten auch über eher persönliche Themen gesprochen. Zum Beispiel mit Omid Noripur von den Grünen. Worüber vielleicht zu wenig gesprochen wird, ist, wie es den Leuten eigentlich selbst geht, die hier unterwegs sind. Wir haben schon großen Stress und Druck miteinander und es gibt nicht wirklich eine Atmosphäre, ein Umfeld, wo man offen und geradeaus sagen kann, ich habe gerade Stress, ich bin kurz vorm Burnout, sondern man überspielt es so oft und damit spielt man auch nicht Vorbild beim Schaffen einer Kultur der Offenheit zu diesem Thema. In der Politik wissen einige Leute also schon ganz gut, dass das Thema zu kurz kommt und haben es auch selber schon zu spüren bekommen. Aber PolitikerInnen können ja Entscheidungen treffen, dass sich da was ändert und dass es mehr Aufmerksamkeit für unser aller psychischer Gesundheit gibt. Es ist jetzt nicht so, als wäre bislang so gar nichts passiert. Schauen wir mal, was die Politik bislang so getan hat. Zum Beispiel wurde mehr für die Sichtbarkeit getan. Denn ein Problem bei psychischen Erkrankungen ist noch immer die Stigmatisierung. Die letzte Regierung aus Union und SPD hat 2020 die Offensive psychische Gesundheit gestartet, um möglichen Hilfsangeboten mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das Gesundheitsministerium fördert auch seit Jahren das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit.
Da soll zum Beispiel durch Veranstaltungen dafür gesorgt werden, dass psychische Krankheiten kein Tabu mehr sind. Aber reicht das? Die Lage ist wirklich kritisch und wegen Corona halt nochmal mehr. Ich habe mich gefragt, wie präsent war das Thema eigentlich während der Koalitionsverhandlungen der Ampel im letzten Herbst? Da war die Pandemie ja schließlich auch schon 1,5 Jahre voll da. Dazu hat sich der FDP-Abgeordnete Johannes Vogel geäußert. Ich glaube, generell ist das Thema psychische Gesundheit immer noch nicht präsent genug in unserer öffentlichen Debatte, in der Politik, in der Öffentlichkeit insgesamt. Aber wir haben es zum Thema gemacht in den Koalitionsverhandlungen und es finden sich zu Recht, weil es absolut dringend nötig und überfällig ist, ja auch Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Was sich die Ampel am Ende in den Koalitionsvertrag gepackt hat, das checken wir gleich aus. Aber lasst uns vorher mal kurz schauen, wo überhaupt die Probleme liegen. Hilfe zu bekommen ist oft gar nicht so einfach und bis man mal an einen Therapieplatz kommt, ist es häufig ein langer Weg. Wem es schlecht geht, der muss ja erstmal checken, was er hat und was helfen könnte. Und da fängt das Problem schon an. Stichwort Aufklärung. Für dieses Video habe ich mit Diana Doko gesprochen. Sie ist eine der Gründerinnen vom Verein Freunde fürs Leben. Die klären über Suizid und Depressionen auf. Und sie findet, den Leuten muss erklärt werden, passt mal auf, wenn ihr die und die Symptome habt, dann ist das nicht mehr schlechte Laune, sondern dann geht das schon in eine Depression. Und das sind die Möglichkeiten, wie ihr euch helfen lassen könnt. Das klingt logisch und das gilt nicht nur für Depressionen, sondern auch für andere psychische Erkrankungen wie Angst oder Essstörungen oder wenn man merkt, dass man nicht mehr schlafen kann. Da hilft Aufklärung. Aber davon muss man eben auch wissen. Wie gesagt, Links findet ihr in der Infobox. Okay, es muss also gute Aufklärung geben. Aber danach kommen wir direkt zum nächsten Problem, die Behandlung. Es ist teilweise super hart, einen Psychotherapieplatz zu bekommen. Und das weiß auch die Politik. Die Wartezeiten sind jetzt schon zu lang. Ja, jetzt schon ist gut. Seit Jahren warten Menschen, die Hilfe brauchen, teilweise viel zu lang auf einen Therapieplatz. Und Leute, im Ernstfall reden wir hier echt von Leben und Tod. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe macht klar, die erfolgreiche Behandlung der psychiatrischen Erkrankung stellt die beste Suizidprävention dar. Wenn man gesetzlich versichert ist, dauert die Suche nach einem Therapieplatz im Schnitt 5 Monate. Aber warum ist es so schwer, einen Therapieplatz zu finden? Dafür müssen wir mal kurz ins Jahr 1999 schauen. Da war ich 13, Gerhard Schröder war Kanzler und Britney Spears war mit Hit Me Baby One More Time auf Platz 1 in den Charts. Und damals wurde anhand von Faktoren wie Einwohnerzahlen oder Altersstrukturen festgelegt, wie viele PsychotherapeutInnen in einem Bundesland einen sogenannten Kassensitz bekommen. PsychotherapeutInnen, die einen Kassensitz haben, dürfen ihre Leistungen über die Krankenkassen abrechnen. Zuständig für die Regelung ist die sogenannte Kassenärztliche Bundesvereinigung. Und die Sache ist halt die, diese Regelung von 1999 gilt noch immer. Zumindest fast. Beim Funkformat Die Frage hat eine Vertreterin der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zwar klargestellt, wir erhöhen mit jeder Reform im Zweifelsfall die Psychotherapeutensitze. Seitdem kamen tatsächlich immer mal wieder ein paar Kassensitze dazu und 2017 sollte eine Reform dafür sorgen, dass die Leute einfacher an einen Therapieplatz kommen. Das alles war aber nie genug, um den steigenden Bedarf zu decken. KritikerInnen sagen, dass es ein neues Berechnungssystem für die Kassensitze braucht. Also Leute, die Lage ist schon lange echt angespannt, aber in der Pandemie wird es echt dramatisch. Wie der Spiegel gestern berichtet hat, ist die Nachfrage nach Therapieplätzen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie extrem nach oben gegangen. Und leider auch die Suizidversuche bei Jugendlichen und Kindern. Okay, aber warum gibt es denn so wenige Kassensitze? Schafft doch einfach mehr, was ist denn da so schwer dran? Da geht es viel ums Geld und da bremsen die Krankenkassen schon sehr stark. Das sagt der Präsident der Deutschen Psychotherapeutenkammer. Also muss da die Politik ran. Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU wollte vergangenes Jahr dafür sorgen, dass mehr Menschen eine Therapie machen können und hat damit für einen ordentlichen Aufreger gesorgt. Aber warum das? Er hat ein sogenanntes Rastersystem vorgeschlagen. Dabei sollte die Dauer einer Therapie schon gleich am Anfang festgelegt werden. Das Ganze wurde heftig kritisiert, auch aus den damaligen Regierungsparteien SPD und Union. ExpertInnen und Betroffene hatten mega Schiss, dass PatientInnen zukünftig stark unter Druck stehen könnten. So von wegen, du hast jetzt 3 Monate Zeit, um gesund zu werden, los geht's, streng dich an. Jens Spahn hat seine Pläne damals wieder einkassiert. Aber die Probleme bestehen ja weiter. Jetzt ist ja eine neue Regierung am Start. Hat die Ampel die krassen Probleme erkannt und Lösungen parat? Oder ist die Devise eher so, wird schon wieder?
Schauen wir mal, was die Ampel so geplant hat. Denn das, was passieren muss, das weiß auch sie. Wir werden mehr Aufmerksamkeit der seelischen Gesundheit widmen müssen. Wir brauchen bessere und mehr Zugänge zu Psychotherapie. Die Wartezeiten sind jetzt schon zu lang. Und da ist es gut, dass diese Koalition erstmals in einem Koalitionsvertrag auf Bundesebene dem Thema seelische Gesundheit eine zentrale Rolle beimisst. Eine zentrale Rolle also, das sind große Worte. Ich habe den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP mal für euch gecheckt. Und ja, das Thema findet da auf jeden Fall statt. Fangen wir mal mit Aufklärung und Prävention an. Die Ampel schreibt: Wir starten eine bundesweite Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Weil ich kein Experte auf dem Gebiet bin, habe ich Diana Doku vom Verein Freund fürs Leben nach unserem gemeinsamen Dreh nochmal um Update gebeten, wie sie die Pläne der Ampelparteien einschätzt. Und zur geplanten Kampagne sagt sie das hier. Im besten Falle führen Aufklärungskampagnen dazu, dass Menschen rechtzeitig merken, wenn sie zum Beispiel an einer Depression erkrankt sind und sich so Hilfe holen. Wissen über die Symptome einer psychischen Erkrankung kann Leben retten. Was mir im Koalitionsvertrag auch aufgefallen ist, ist dieser Satz. Wir schaffen einen nationalen Präventionsplan sowie konkrete Maßnahmenpakete, zum Beispiel zu den Themen Einsamkeit und Suizid. Ich finde, Einsamkeit ist ja immer noch so ein diffuses Tabuthema, das oft eher mit alten, alleinlebenden Menschen in Verbindung gebracht wird. Aber Einsamkeit ist in unserer Gesellschaft ein zunehmendes Problem. Das war vor Corona so und das wird durch Corona jetzt verschlimmert. Jo, und auch das Problem mit den Therapieplätzen ist noch schlimmer geworden. Das haben auch SPD, Grüne und FDP erkannt. Wir reformieren die psychotherapeutische Bedarfsplanung, um Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz deutlich zu reduzieren. Auch sonst stehen noch ein paar Sachen im Koalitionsvertrag. Die Ampel will zum Beispiel die ambulante Versorgung von psychisch kranken Menschen verbessern. Im stationären Bereich will sie für genügend Personal sorgen. Und es soll deutschlandweit eine flächendeckende Notfall- und Krisenversorgung geben. Okay, aber wir wissen ja von früheren Koalitionsvereinbarungen, dass jetzt nicht alles anschließend auch umgesetzt wird oder in Gesetze gegossen wird. Das sollte es aber, wenn es im Koalitionsvertrag steht. Deswegen haben wir eine Mail an Dirk Heidenblut geschrieben. Der ist in der SPD-Fraktion Berichterstatter für das Thema Psychotherapie und ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Kurz, er ist voll drin im Thema. Aber in seiner Antwort hat er gleich mal klargemacht, ganz langsam, wir fangen ja gerade erst an. Allerdings haben wir natürlich gerade erst mit der Regierungsarbeit begonnen und damit ist auch die Aufstellung im Parlament gerade erst erfolgt. Und wie Sie sicher verstehen, sind gerade im Gesundheitsbereich zunächst noch sehr viele Fragen im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung vorrangig. Ja gut, da gehört auch die psychische Gesundheit der Menschen, die in dieser Pandemie leben müssen, rein. Aber okay, die Mail ging noch weiter. Wir haben nämlich spezifisch gefragt, wann die Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag angegangen werden und wie sie überhaupt aussehen sollen. Die Antworten darauf waren leider nicht so spezifisch. Für die geplante Aufklärungskampagne konnte er mir kein konkretes Datum nennen. Sie soll aber schnellstmöglich kommen. Auch bei den Maßnahmenpaketen zu Einsamkeit und Suizid konnte er mir erstmal nicht genau sagen, wann es losgeht. Und auch beim Thema Therapieplätze hat er sich etwas bedeckt gehalten. Wichtig ist da aber seiner Meinung nach, dass so schnell wie möglich geklärt wird, wie viele Kassensitze es wirklich braucht, und dass die dann eben auch flott kommen. Kurz gesagt, wir müssen also abwarten. Damit waren wir nicht ganz zufrieden und haben parallel auch noch bei Karl Lauterbachs Ministerium für Gesundheit angefragt und haben eine ähnliche Antwort bekommen. Die Bekämpfung der Corona-Pandemie steht derzeit ganz im Mittelpunkt des politischen Handelns des BMG und beansprucht die gesamte Kraft des Hauses. Sie können aber davon ausgehen, dass alle im Koalitionsvertrag von SPD, Grüne und FDP formulierten Vorhaben und Ziele sehr ernst genommen und mit der gebotenen Sorgfalt und Dringlichkeit angegangen werden. Also Leute, abwarten. Fazit, wir leben in einer verdammt krassen Zeit und die Pandemie wirkt sich quasi auf alles aus. Unsere psychische Gesundheit scheint aber aktuell nicht die Nummer 1 auf der Agenda der Ampel zu sein. Und ich bin echt gespannt, wann die neue Regierung dann mal richtig loslegt. Die Zeit drängt. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es bergauf gehen könnte. Die Ampel scheint auf jeden Fall auf dem Schirm zu haben, dass sich bei Versorgung und Aufklärung richtig was tun muss. Also Leute, bitte lasst euch nicht demotivieren. Wir haben euch, wie gesagt, Links zu Hilfsangeboten in die Infobox gepackt. Und ansonsten kann ich das hier nur unterschreiben. Achtet auf euch und aufeinander. Und redet über das Thema mit Freunden, mit Bekannten und mit der Familie, denn Reden hilft. Aber jetzt seid ihr dran.
Wie geht's euch bei dem Thema? Was erwartet ihr jetzt von der Ampel? Habt ihr konkrete Vorschläge, wie zum Beispiel eine Aufklärungskampagne aussehen könnte? Schreibt es mir in die Kommentare. Ihr wisst, was jetzt kommt. Einer versorgt euch immer gut, unser Abo-Button. Direkt mal draufklicken. Hier erzähle ich euch, was die Ampel nach dem Ende von Hartz IV so vorhat. Und wenn ihr mehr über den Alltag unserer Abgeordneten erfahren wollt, checkt die SWR-Doku Die Gewählten aus. Hier geht's zur ersten Folge.